So, dann machen wir das auch gleich mal. Holen wir uns mal hier Cobblestone rein. Ah, ich dachte, das wäre ein Gang, den wir schon kennen. Und stattdessen ist das ein ganz neuer jetzt. Aber wir könnten erstmal das Wasser abstellen. Das müsste jetzt hier... Ah! Huch! Haben wir da unten das ganze Ding unter Wasser gesetzt. Ich hoffe, da beschwert sich keiner, dass er jetzt einen Keller unter Wasser hat. Ah, guck mal, und hier war der Kies, den wir vorhin gesetzt haben. Oh, man hört hier wirklich nur noch Spinnen. Egal, wo wir hingehen, nur noch diese Spinnengeräusche. Ah, hier oben kamen wir doch eigentlich her. Stimmt. Da habe ich ja hier runter geguckt. Puh. Da vorne scheint auch wieder ein Spisch. Da habe ich es mir nochmal überlegt. Da habe ich einen Moment lang gezögert. Das wäre fast schon zu viel gewesen. Jump. Wollen wir mal gucken. Ich wünschte, wir würden irgendwann mal wo auskommen, wo schon Fackeln stehen. Ich meine, wir irren jetzt ja auch schon eine ganze Zeit hier rum und... Aber jetzt ist auf einmal Ruhe und das macht mir Angst. Und wieder ein Inventarplätzchen frei. Aber hier vorne... Oh, wer hat denn hier das Gold liegen lassen? Das Eisen vor allem. War das vielleicht die Ecke, wo wir hier ganz am Anfang reingekommen sind, wo ich gesagt habe, das ist alles noch viel zu dunkel und viel zu unsicher, um hier lang zu gehen? Naja, inzwischen sieht es schon etwas besser aus. Rohstoffe gibt es noch in rauen Mengen hier. Was mich stört, ist, dass dieser Holzuntergrund hier, dass sie den wahrscheinlich wieder rausgenommen haben. Vielleicht auch, weil es einfach zu viel Holz war. Ich meine, da waren ja zum Teil Bretterwege. Das war Wahnsinn, wie man die abgebaut hat. Ah, was liegst du denn da rum, mein kleiner Freund? So, einen Platz haben wir noch. Gleich wieder zwei Plätze. Wieder eine Kiste. Und den letzten packen wir hier dran. Jetzt gucken wir, was da drin ist. Ah, okay. Inventar wieder voll. Ja, so viele Brote kann ich jetzt auch nicht verwerten. Dann machen wir nochmal das Inventar voll mit dem, was wir noch finden. Wie viel können wir davon noch mitnehmen? Den packe ich auch mal unten rein. Aber für das, was wir an Spitzhacken reingepackt haben und für das, was wir jetzt rausbekommen haben, hat sich das doch wirklich gelohnt. Drei Spitzhacken verballert und eine Axt. Das sind 12 Eisen. Na gut, die Rüstung müsste auch bald mal wieder erneuert werden. Das hat noch ein bisschen Zeit und auf jeden Fall sind wir auf dem besten Weg, wieder mal ein bisschen Gewinn mit dem Zeug zu machen. Da unten rennt ein guter Kumpel von uns rum, den lassen wir da auch mal. Obwohl, müssen wir hier nicht eh lang? Naja, ich glaube, wir gehen wieder oben rum. Hier rum. Das war doch mal ein super Plan, den Creeper loszuwerden. Und wieder mal eine meiner Fackeln gesprengt. Die hat er mir wenigstens zurückgegeben diesmal.
Kein Cobblestone mehr. Nein, kein Cobblestone mehr. Ja, auf jeden Fall. Ah, hier haben wir am Anfang doch. Genau, da war doch das mit der, wo die Lava da so reinfließt. Das sah ja so toll aus. Hier rum. Darum. Ich glaube, hier war das Ganze am Anfang, wo wir standen. Ah, nee, hier könnten wir... Ah, genau, das ist... Da waren wir doch gerade auf der anderen Seite von. Da hätten wir eine ziemliche Abkürzung. Und wo geht's dorthin? Auch noch einen Gang. Das müssen wir uns natürlich merken. Vor allem, ich mag diesen leichten Grünstich, wenn man guckt hier in den Höhlen. Ich bin ja sowieso so ein Fan von allem, was irgendwie grün aussieht. Deshalb gefällt mir das hier besonders gut. Ja, und wo kam ich jetzt her? Wir müssten uns irgendwo mal einen zweiten Eingang bauen hier. Das ist ja... Ah, Skelett. Ja, daran kann ich mich erinnern. Dieser dunkle Gang. Dann wollten wir hier lang. Der war allerdings auch dunkel. Und dann sind wir zurückgehoppelt. Und... Ah, genau, wir kamen ja von oben. Mensch, Mensch, Mensch. So, raus hier. So, hier oben ist alles sicher, bis auf der eine Weg dort vorne irgendwo. Ach, Quatsch, Quatsch. Hier lang. Hier rüber. Ich hatte gerade einen Moment das Gefühl, ich würde die Ecke da nicht mehr mitkriegen, sondern runterfallen. Hier rum. Darum. Da oben müsste die Sackgasse sein. Ja, genau, das kennen wir doch. Denn wir hätten einfach hier statt... Jupp, hätten wir einfach so gehen müssen. Aber den Fehler mache ich irgendwie immer hier an der Ecke. Wir könnten uns einfach beim nächsten Mal hier auch schon einfach so einen Weg durchgraben. Der bei Weitem nicht so lange dauern würde. Da geht's nicht hoch. Nee, es ging hier ja auch außen rum. So, jetzt müsste gleich der Wasserfall kommen. Nein, kommt er nicht, sondern ein Monsterraum, den wir allerdings schon beleuchtet hatten. Ja, wie war das nochmal mit den Wegen? Würden wir Zeit verlieren heute? Bla bla, ja. Hätte ich die bloß mal gemacht. Da oben ist Sackgasse. Dann gehen wir mal darum. Ah ja, genau, hier war das doch. Ich würde sagen, da oben, da gehen wir jetzt auch mal nächste Mal einfach hin, damit wir das so wegtechnisch alles beisammen haben irgendwie. Also immer quasi die Ecke erkunden, die am nächsten liegt. Und jetzt können wir uns nicht mehr verlaufen, weil wir sind auf unserem sicheren Cobblestone-Weg. Ich weiß nicht, wie oft wir uns auf der Strecke sonst schon verlaufen hätten. Und da sind wir wieder in unserer kleinen, idyllischen Umgebung hier. Und gucken mal, was wir alles in unsere Öfen packen können. So, hier kommt das hier rein, nachlegen. Hier kommt das hier rein, auch hier mal nachlegen. Hier kommt das hier rein und auch hier nachlegen. Schöne Ausbeute. So, zu dem seltenen Zeug gesellt sich jetzt das hier. Dann noch ein bisschen Moosstein. Das Lapis auf jeden Fall. Redstone. Gold. Und der Rest, das ist hier eher was für die Schrottkiste. So. Die Werkzeuge können wir jetzt behalten. Dann müssen wir vielleicht sogar ein paar neue basteln.
sortieren wir auch mal so ein bisschen noch einen Sattel dazu. So, das dorthin. Holz haben wir damit jetzt erstmal genug. So. Und es fängt an zu regnen. Piu, und es ist nicht nur ein Regen, es ist ein Gewitter. Das erinnert mich noch an den Creeper, den wir mal getroffen haben. Und ich finde dieses Bild, das hat doch Atmosphäre. Wir sind hier in unserer kleinen Hütte, mitten irgendwo am Arsch der Welt. Und draußen regnet es in Strömen. Während wir hier drin warm und gemütlich sitzen, was mir auffällt, man sieht das Vordach gar nicht, wenn man hier hochguckt. Das ist natürlich auch ganz nett gemacht. Oh, hier hat wieder geblitzt. Und da draußen stehen ein paar Kühe und eine Spinne, die hoppelt, die freut sich an dem Wetter. Guck, wie sie sich freut und rumspringt. Eine lustige Spinne. So, und ich verabschiede mich dann auch für diese Aufnahme. Tschüss.